Willkommen auf dem Kanal, liebe VfL Wolfsburg-Fans, frage ich. Abonnieren Sie unseren Kanal, wo Sie immer über die neuesten Nachrichten von uns informiert werden. Geliebtes Wolfsburg. Härtetest bestanden. Der VfL Wolfsburg hat sich dank eines starken Auftritts im Testspiel gegen den Champions-League-Aspiranten OSKA Lille mit 1:0 behauptet. Nach einem munteren ersten Durchgang flachte das Spielgeschehen in Reda Wiedenbrück etwas ab. Joker Kevin Behrens nutzte eine der wenigen Möglichkeiten in der zweiten Hälfte und avancierte damit zum Matchwinner. Eingewöhnungszeit brauchten die Wölfe im Jahnstadion keineswegs. Nach einem Querschläger von Ismaili, Erster, hätte die Hasenhüttel-Elf beinahe schon jubeln dürfen, doch zum Glück der Franzosen stand der Pfosten im Weg. Der VfL agierte griffig in den Zweikämpfen, aggressiv im Pressing und übernahm nach einem Zwischenhoch der Doggen die größeren Spielanteile. Bennett Brüger, 19. und Mohamed Amoura, 33. vergaben aus nahezu identischer Position zentral im Strafraum, Jakub Kaminski hatte das Spielgerät auf dem falschen Fuß und ließ deshalb Lukas Chevalier im Losktor eine Abwehrchance, 33. In der 34. Minute befreite sich Lille aus dem Pressing der Wölfe und zündete den Turbo. Mohamed Bayo zischte in den 16er, legte sich den Ball geschickt an Kamil Grabara vorbei und verhedderte sich dann im entscheidenden Moment. Mit drei frischen Spielern starteten die Grün-Weißen nach dem Seitenwechsel. Einer davon sorgte schnell dafür, dass auf der Anzeigetafel in Reda Wiedenbrück nur noch eine Null steht, Kevin Behrens verwandelte einen von David Odogu erzwungenen Handelfmeter souverän ins untere rechte Eck zur 1:0-Führung, 54. Die Partie weiterhin mit viel Tempo, allerdings lange ohne weitere Höhepunkte. Bis zur 83. Minute, Thiago Thomas nahm eine Ecke von Riedle Baku direkt aus der Luft, den Aufsetzer parierte Chevalier dank einer starken Reaktion. So blieb es beim 1:0 und der VfL Wolfsburg feierte im dritten Testspiel den zweiten Sieg mit weißer Weste. Vergessen Sie nicht, Ihren Kommentar zu hinterlassen, die Videos zu liken und mit anderen Fans zu teilen.